Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo. Annie und der Blumenprinz. Wie das duftet. Die kleine Ente Annie und ihr Freund Mo, der kleine Bär, spazieren durch ihren Wald. Dabei recken sie ihre kleinen Nasen mal hierhin und mal dorthin. Annie bückt sich und schnuppert an den Maiglöckchen. Die riechen lecker, sagt sie. Am liebsten würde ich sie pflücken und einen kleinen Strauch mit nach Hause nehmen. Mo schüttelt heftig den Kopf. Nein, Annie, die stehen unter Naturschutz. Annie runzelt die Stirn. Unter was stehen die? Der kleine Bär erklärt. Naturschutz, so nennt man das, wenn es von einer Pflanze oder einem Tier nur wenig gibt und man die besonders schützen muss, sonst sterben sie aus. Das versteht Annie, denn sie möchte ja nicht, dass es irgendwann keine Maiglöckchen mehr gibt. Dann könnte sie nie mehr diesen Maiglöckchenduft riechen. Sie gehen weiter, aber Annie bleibt gleich wieder stehen. Oh, diese Farbe gefällt mir, ruft die kleine Ente. Sie zeigt auf eine hohe Blume mit vielen roten Blüten, die aussehen, als ob man sie sich über den Finger stülpen könnte. Annie möchte schon ihre rechte Flügelspitze hineinstecken, da hält Mo sie zurück. Nein, Annie, das ist ein roter Fingerhut. Die Blüten sind giftig. Und die Blätter? Fragt Annie. Die auch, sagt Mo mit fester Stimme. Schade, denkt die kleine Ente. Aber eine giftige Blume darf sie natürlich nicht anfassen. Die beiden Freunde hüpfen Hand in Hand den Weg entlang. Ich lieb die Blumen, ich lieb den Wald, singen sie dazu. Da, ruft Annie und zeigt auf eine Stelle neben dem Weg mit großen gelb-weißen Blumen. Die sind doch bestimmt nicht giftig, die sind ja nicht rot, oder? Will sie von Mo wissen. Die Pflanze sieht aus wie der rote Fingerhut, aber die Blüten sind gelb. Mo schließt die Augen und seufzt. Annie, das ist ein gelber Fingerhut. Der ist genauso giftig wie der rote. Die kleine Ente schiebt ihre Unterlippe nach vorne und schmollt. So viele schöne Blumen, aber keine einzige darf sie pflücken. Schade, Marmelade, murmelt Annie. Mo merkt, dass seine Freundin traurig ist. Komm, ich zeig dir was, sagt er und nimmt sie an die Hand. Annie trottet neben ihm her. Sie schlüpfen einen kleinen Weg entlang und stehen plötzlich vor einer Wiese mit vielen bunten Blumen. Annie grinst. Und Mo sagt, hier sind Gänseblümchen, Butterblumen, Rotklee, Kamille und Schafgarbe. Der kleine Bär zeigt dabei auf jede dieser Blumen. Er schaut sehr ernst und erklärt Annie, dass die völlig ungiftig sind. Annie hüpft vor Freude in die Luft. Sie pflückt sich einen schönen Blumenstrauß. Dann pflückt sie noch ein paar Blumen und flechtet einen Kranz daraus. Den setzt sie Mo auf. Du bist mein Blumenprinz, sagt sie und lacht. Wie gut, dass Mo so ein Naturkenner ist. Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo.